Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Ach, hier waren wir, genau. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich war eben gerade, falls ihr euch wundern solltet, dass ich vielleicht eventuell bessere... Ne, was war das jetzt hier? Irgendwas hatte ich... Ich war nochmal oben im... Bevor ich die Aufnahme gestartet habe eben... war ich nochmal schießen, da bei diesem Dings da, na bei der Uschi da. Und ich hatte noch Pflanzen irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte über 60.000 Punkte. Waffenteile hatte ich und, ne, warte mal. Bin ich jetzt von da oder von... Achso, das war bloß eine Spritze. Ne, ich glaube, ich bin von da reingekommen. Ne? Ich muss hier hin, ne? Oder? Sag mal, das ist doch dieses... Das ist doch dieses... Kackhotel hier mit der zum Anfang, womit die Olle hier total erschreckt hat. Mit dieser komischen. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Ja, ich komme. Das Werk wird faszinierend. Die komplette Absorption ihrer Kräfte, die Unterwerfung ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Ganz genau. Ich komme vorbei und dann hau ich was auf den Maul. Ja, wieso ging jetzt hier die Türen zu? Das würde mich mal interessieren. Das einzige Gute hier in diesem Haus sind diese Hightech-Bilderrahmen, ne? War hier nicht im Garten Pendel? Oh, was machst denn du da? Ah, hier war das Telefon, was am Anfang gebimmelt hat, wo ich mich total erschrocken habe. Ha. Das liegt schon seit Anfang an, da kann das sein. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Da schimmelt die Wand schon weg. Ja gut. Augen zu und durch, würde ich sagen. Ja, Tor geht schon auf. Erstmal muss ich noch ein bisschen hoch. Was habe ich denn hier gemacht? Kleinen Moment. Wieder vergessen, meine Uhr zu stellen. Ich vergesse immer meine Uhr. Sebastian Castellanos? Ah, jetzt weiß ich, warum die Schilder da immer sind. Der will aus mir erst ein Kunstwerk machen, der Penne. Stimmt, bei den anderen stand ja immer der Name da. Hi, my friend. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. What? Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Nö! Sich vor etwas zu verstecken, das du nicht siehst. Jeder hat mal Glück. Einmal! Ey, die Waffe wollte ich doch nicht haben. Ich wollte doch die mit dem. Wird jetzt wehtun. Immer mitten in die Fresse rein.
Ja, du Penner, wo bist du? Oh, schmeißt der hier irgendwas? Ah, zu spät. Lächeln für die Kamera. Nö. Oh ja, wieder so spät, verdammter Mist. Ah. Das wird jetzt weh. Ich mach einen Schuh. Ach, Mensch! Oh, sag mal. Oh, zwei Schüsse weg. Du blöder Affe. Oh. Aber gut, denke ich doch mal. Hoffe ich doch. Nö, nö. Ich mach einen Schuh. Ich bin weg. Oh, ich habe mich schon so oft in die Fresse geschossen. Oh, aber da war noch Blut zu sehen. Ich hab dich getroffen, Jung. Das werde ich wohl. Nein! Boah, wie weit kann der... Das reicht mir jetzt. Oh oh. Oh nee, nicht Klumpfuß. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. War ja wieder klar. Hey, machst du eine Macke, Alter? Flucht ist zwecklos. Komposition. Nause. Nein, 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 nein. Oh, sag mal, was macht der denn? Mensch, du hör doch mal mit deiner Kack-Animation. Also diese Animation, ey, die gehen mir so tierisch auf den Piss, Junge. Nee, mach ich nicht. Ja, war ja klar. Nö. Oh! Ach komm! Nein, ich hätte den anderen das andere nehmen sollen. Ich laufe immer hinterher, ne? Oh, wie lange braucht er denn, der blöde Lutscher? Nein! Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Oh, es kommt Klumpfuß wieder. Alles muss man selber machen. Stirb endlich! Oh, komm, den hab ich getroffen.
Kraft ist zwecklos. Komm her hier. Wo bist du, Penne? Komposition. Okay, der hat wohl einen ausgelöst gerade. Verstecken ist zwecklos. Blut. Komm her hier. Komm her. Ach, Mist. Oh, nein. Ach, komm. Das war ja richtig klasse. Ich hoffe nicht, dass ich wieder von vorne anfangen muss hier. Dann gehe ich nämlich nach Hause. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Das werden wir ja sehen, mein Freund. Oh. Okay, das war der zweite Mal. Nicht bewegen, verdammt. Ach so, wenn er durchläuft und läuft und ich bin in der Nähe, dann gehe ich mit drauf. Ah, okay. Eieieiei. Komm her. Ach komm. Flucht ist zwecklos. Wieso habe ich eigentlich nicht diese Waffe? Die hatte ich doch eigentlich auch ausgewählt vorhin. Okay, das bringt wohl überhaupt nichts mit dieser Waffe hier. Uiuiuiui. Dafür wirst du bezahlen. Verstecken ist zwecklos. Da habe ich doch schon wieder eine andere Waffe. Ich habe doch die... Och komm, ey. Das ist doch scheiße. Ja, genau. Kannst mich mal, du Penne. Wieso geht er nicht drauf, wenn das Ding da im Weg liegt? Das verstehe ich schon wieder nicht. Ich hab langsam genug. Ja, dann meinst du, mir geht das nicht anders? Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Maus. Nein! Nein! Oh, ich war zu langsam! Oh, jetzt kommt der Klumpfuß hier wieder an. Kommt der nochmal? Alles muss man selber machen. Stirb endlich! Ich reiß dich in Stein! Hab ich ihn? Oh, bitte lass ihn haben, diesen Volltrottel. Ja!
glaube, ich hab ihn. Was für ein Gesicht, wa? Dieser dämliche Lutsche. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Tja, jetzt hast du nichts mehr, du Penne. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Jo. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Ja, war doch klar. Für ein letztes Foto. Lily! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa. Nein, bist du nicht. Papa ist tot! Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lily, bitte. Ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Hallöchen. Wer bist du denn? Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Myra. Myra. Was hat die für ein Lappen im Gesicht? Verschwinde. Du kriegst sie nicht. Ist Myra dieses Glipper-Ding? Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Wo ist mein Spiegel? Kapitel 9. Wo ist da mein Spiegel? Ey, cool. Wo ist da mein verdammter Spiegel hin? Ja, tot. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Der war gut. Der war gut. Ah, das nenne ich Kunst. Wo ist die gute Katze hin? Gut, da kann ich mich auch nicht ransetzen. Was ist das? Wo ist der Spiegel?
Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Jetzt werde ich erstmal abspeichern. Damit ich nicht nochmal kämpfen muss gegen diesen Typen. Unterwäsche oder ist denn das? Normalerweise hätte man noch. Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Ist das von der Beacon Nervenklinik? What? Ach, da habe ich keinen Pfeil abgeschossen. Aber vielleicht sollte ich mal da einen einladen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt kann ich ihn nehmen, ne? Ja. Vielleicht sollte ich mal damit einen schießen. Wo? Erzählen da welche oder ist das... Sind das Viecher? Hier, ja. Aber ich gucke erstmal hier durch. Da drüben war ich jetzt. Das muss ich mal hier langlaufen. Kriege ich den Sarg auf hier? Nö. Gut, also doch durch die Tür. Ich wollte gerade sagen, weil... Willkommen, Suchende. Sie wollen antworten. Ich werde Ihnen helfen. Wer? Was war das? Keine Ahnung, du. Einmal schießen. Ah, nee, Rauchpulver. Ich wollte gerade sagen. Ja, immerhin hat mir der Schrotmunition, auch wenn es bloß zwei Stück sind. Ich habe ja leider Gottes da drüben eine ganze Menge verloren. Habe ich mich ein bisschen glatt angestellt. Komme ich denn da hin? Ach, hier lang, okay. Nee, ich gehe erstmal hier rein. Da ist auch wieder das Zeichen. Ach du Scheiße. Was hat ein Ach du Scheiße, der hat ja Nägel im Kopf. Messer in der Brust. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Fast schon. Okay. Können aber auch moderne sein, ne? Oder was? das sieht schon, ja. Bisschen komisch aus. Okay, jetzt haben wir hier die. Nee, wir machen erstmal hier oben, warte. Ich komme gleich, ich helfe dir gleich.
lebendigem Leib verbrannt. So. Was ist das denn? Boah, ich will gar nicht daran denken, was das ist. Sieht ja widerlich aus. My friend, du. Wieso hat der denn schon wieder diese Kackwaffe? Ja, da liegt nix. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Motor. Boah, das sieht aus hier, ey. War ja klar, ein Schuss umsonst verbraten. Oh, hier kommt man lang. Das hätte ich noch nicht. Na lecker. Boah, da wird der Himmel ganz anders hier, Junge. Alter, wieso gehst du überhaupt hier rein? Wieso stehen hier Kerzen? Und vor allem, wer macht die Kerzen an? Und vor allem, wer erneuert die Kerzen? Guti. Guti, dann gehen wir mal dem Geschrei nach. Warte mal, da oben. Ne, von da sind wir ja gekommen, stimmt. Aber ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Wir machen denn hier morgen weiter. Bis dann. Ciao.